Hallo und willkommen zurück bei War Tales. Wir sollen Leute festnehmen. Und zwar wo? In diese Richtung. Sollte sogar richtig sein, die Richtung. Ich glaube, das ist der Flüchtige da unten, der hier rumrennt. Höchstwahrscheinlich. Da wird gekämpft. Na, lass uns doch mitkämpfen. Dann machen wir doch glatt mit. Schauen wir mal, auf welche Seite wir uns stellen. Die wollen gar nicht, dass wir mitkämpfen. Doch. Armee von Fürst Lehard oder Armee von Fürst Vernalis? Uff. Ich habe ja keine Ahnung, wer da eigentlich so der Böse ist, ne? Da bin ich noch nicht hintergekommen. Nach Cortia soll ich die Nachricht bringen. Das habe ich wieder mal verpennt. Na gut, wir schauen mal. Oh, wir könnten uns hier ein bisschen weißes Leder holen. Wir gehen erstmal hier hin. Mündungsfischerei. Krug ist leer. Darf ich es anschmeißen? Hm. Wir angeln erstmal. Wir angeln erstmal ein wenig. Hanf ist immer gut. Da kann man Seil draus machen. Kann ich eigentlich auch mal kaufen, oder? Geld haben wir ja am Seil. Jetzt haben wir gleich ein Seil bekommen. Ist gar nicht so einfach zu angeln. Auch da muss man sich immer mal wieder konzentrieren. So. Gut, genug geangelt. Lassen wir den laden. Gehen wir halt mal hier über diese wackelige Brücke. Oh, Pferde sind erstmal hier runtergegangen. Okay. Schauen wir mal. Sind wir da in der richtigen Richtung? Ja, sind wir. Gut. Könnten Friedrich... So, es ist ja so. Helede ist eigentlich echt gut. Die hat einen guten Skill. Er kriegt jetzt erstmal hier das Messer noch zusätzlich. Helede kriegt auch ein Messer. Und sonst haben wir leider für sie nichts. Also kein Dolch oder sonst was. Und ich glaube, hier soll man die Leute festnehmen, oder? Also. Poetius. Who are you? Wer seid ihr? Ist das alles? Verhaftet Leards Männer in Poetius. Nun. Who are you? Stellen wir die halt mal an. Er sieht mir eigentlich relativ friedlich aus. Wir sind überrascht, uns zu sehen. Ich bin da ja nicht so einig mit denen, ne? Auge um Auge. Wisst ihr was? Wir laufen jetzt mal weiter. Irgendwie scheint es mir nicht das Richtige zu sein. Das ist eher die Leute, die mich als Ketzer beschimpfen hier. Da ist wieder mal ein Schafstall. Da ist auch niemand mehr. Alles ein seltsames Land. Ein seltsames Land. So, hier ist muss ein verschnörkelter Schlüssel. Fehlt hier, sonst komme ich da nicht rein. Das ist ja doof. Ich glaube, ich rede mal mit denen.
laufe ich denn gerade lang? Passt das? Kann ich da zurück? Oh, das ist ja schön. Na gut, dann laufen wir noch da mal zurück. Dann gehen wir noch mal zu der Stadt. So, irgendeinen Informanten. Da war ja die Abtei. Don't tell the abbot I said this, but Lord Vernalis' sudden vision of Jeru is a bit strange. Vernalis. I have been praying daily for over 20 years, and the guide has never once spoken. Der Fürst Vernalis. I'd like to prepare some remedies for you, but the injured are my priority. Okay, alles klar, danke dir. Danke dir für die Info. Okay, also die traut dem Vernalis nicht. Da hat man jetzt aber Kampf zwischen zwei Rivalisierenden. Langsam brauche ich Geld. Ich glaube, wir müssen uns erstmal wieder Geld besorgen. Ob wir überhaupt irgendwas machen können. Jetzt wäre die Frage, wo ist überhaupt der... I don't believe a word she says. She probably came across a band of deserters. They've been running rampant. May the all-seeing eye strike me down if I lie. I saw him, I swear. Wie sehen schwer es vor 3 Tagen. Ich sammelte gerade mit meinem Mann Feuerholz, als der Geist des Jägers uns angriff. Gut. Ich trau diesen ganzen Geschichten ja nicht. Usually I'm only allowed to tend to the animals, but don't... ich glaube, da haben wir das ja her, ne? Wir gehen mal nochmal hierher. Might she be looking for work? Nee, ich glaube, du hast ja gerade nichts für mich. You seem lost. Are you in need of any particular information? Okay, das haben wir abgeschlossen. Die Informationen haben wir überbracht. Das sind Leute, die wir anheuern können. Wir kassieren mal das Kopfgeld, verlassen das mal und dann lassen wir mal Friedrich da. Aber bevor wir Friedrich da lassen, lässt er ab, der will ja mit uns irgendwo hin, gell? Okay. Also, ich will Friedrich mal da lassen. Jetzt sieht jetzt hier erstmal alles aus. So. Dann lassen wir ihn hier. Friedrich, genau. Katharina. Nee, nicht Katharina, sondern unsere neue, die noch keinen Namen von uns bekommen hat. Kriegt jetzt das, 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 das. Sonst eigentlich nichts. Modellboot. Was haben wir hier denn noch? Auch Schmuck. Okay, ich glaube, so können wir es mal lassen. Dorn ist aufgestiegen. Ist noch gar nicht aufgefallen. Da haben wir da das Buch eingesetzt, wo wir nicht einsetzen konnten. Nee. Okay, diese Einheit ist immun gegen Blut und Gift. Okay, wissen wir, bewirkt beim Ziel... Also hab ich das letzte Mal nicht gemacht? Kann keine Fertigkeit mehr einsetzen in der Waffe. Funktioniert nicht gegen Champions. Dann würde ich sagen, wir machen mal das. So, das ist Johann gepimpt. Gut, dann lassen wir dich mal da. Setz aber für den nicht irgendwie, nein, aber für den nicht irgendwie Kleidung. Sieht ja schrecklich aus. Friedrich, so kann man dich ja nicht rumlaufen lassen. Na gut, hier kriegst du wenigstens mal ein Messer in die Hand, kannst dich wenigstens verteidigen.
Die ganzen anderen Kleider von Io. Komm hier, zieh das an. So. Ist dein Helm? Nee, Helm hast du nicht. Ne, Mützchen hast du auch nicht. Die keine Mütze gehabt. Okay. Wir wollen dich trotzdem da lassen. Erstmal, Friedrich, bitte. Okay. So. Lass mal Friedrich da. Dann gehen wir nochmal hier rein. Das ist der Alte. Der will uns Taktiken beibringen. I do not believe in Lord Vanalis' so-called vision for one second. Okay, die haben alle was gegen Verne. This church is dedicated to Saint Septimus, the seventh son of Jeru, and all the other saints are hallowed individuals, but they are only human. The only divine. Das alles hin, ja. Natürlich. Er hier? I pray each day for this war to end. Okay, er betet jeden Tag. So, jetzt müssen wir sowieso lagern. Tja. Was soll ich machen? Ich habe noch Fisch. Brauche ich noch um Hammel. Kann ich alles auf dem Markt kaufen. Aber ich habe ehrlich gesagt auch kein Geld. Jetzt muss aber hier jemand hin, bitte, von euch. Warte mal, da kann man ja einen Gefangenen eigentlich hinstecken. Hier, der hier. Soll uns jemand das Essen machen? Genau. Und dann essen wir mal. Das wird ja gar nicht hier. So. Kohlwasch, das Becken. Wir haben noch vier. Vier. Kochen, nochmal irgendwas kochen. Vielleicht doch nochmal Sirup. Lass uns ein bisschen Sirup machen. Mit dem Sirup können wir aber halt Besseres machen, ne? Kekse. Wolfswurst können wir nicht herstellen. Wir haben kein Wolfsfleisch mehr. Wir haben aber diese Wildspieße ja immer noch. Das brauchen wir jetzt einfach. Gibt's halt da ein bisschen Wildspieß. Ah, das ist auch 6. 6, 14. Bräuchte noch 4. Dann nehmen wir halt 2 Sirup, oder? Oder haben wir ja noch Räucherfleisch? So. Gut, dann rasten wir. Dann haben wir wieder schon wieder eine Gefangene geflohen. Na gut. Was soll man machen? Gut, wir müssen erstmal wieder auf Jagd gehen. Und zwar brauchen wir Geld. Das heißt, wir gehen jetzt rüber. Hier über die Brücken. Und sind die alle stärker, oder wie? Nee. Komisch, dass die waren, das sind die Flüchtlinge eigentlich, oder? So, dann schauen wir mal. So, mit denen hier reden, handeln, sonst was machen. Schwarzer Konvoi. Wieso kann ich das nicht abbrechen? Wieso muss ich gegen die kämpfen? Muss ich gegen die kämpfen? Okay. Verstehe ich jetzt nicht. Na gut. Aber eigentlich. Das sind keine Händler, sondern.
Ich habe die Geschichte hier noch nicht geschnallt, glaube ich. Das ist wahrscheinlich Schlamm hier, oder? Ja. Okay. Puh. Das wird hässlich. Okay. Boah, das wird ja voll der hässliche Kampf. Lassen wir die doch da, oder? Okay, ich konnte es nicht abbrechen. Ich wollte die eigentlich gar nicht angreifen. Ich wollte eigentlich mit denen nur quatschen. Hm. Ja gut. Jetzt genug auf die Nuss gehauen. Ne, nein. Mal mit ihm hier ran. Hm. Sehr interessant. Ich habe es immer noch nicht geschnallt, warum, aber es ist im Endeffekt nicht so wichtig. So, jetzt muss ich das brauchen. Auf jeden Fall hier hinkommen. Georg am Zug. Oh nee, Georg kommt da nicht hin. Wie hässlich. Die kommt zwar hin, aber sie hat halt immer so eine... Extrem-Aua. Die ist noch nicht so richtig gut. Vor allem gegen so einen. So, dann schauen wir mal, was haben die denn überhaupt? Dorfbewohner von Edoran. Wieso kann ich... Ja, nee, egal. Was soll ich machen? Ne? Ich muss halt irgendwie gucken. Mit dem rein. Gottes Willen, die hat jetzt schon fast kein Leben mehr. Gut, ich glaube, wir gehen erstmal hier hin. Geben wir einen mit.
Dann geben wir ihm eine mit. Und dann ziehen wir die aus dem Kampf raus. So, immer noch nicht tot. Na gut. Oh, 14. So viel habe ich aber bisher keinen Nicht-Schaden gemacht. Den können wir jetzt zumindest mal angreifen. Was haben wir da jetzt? Schlachtruf? Er hält Parität. Kann man die umskillen? Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Aber das kann mir sicher einer beantworten. Man die umskillen kann. Also was das kostet, die umzuskillen oder so. Das ist natürlich jetzt schon ärgerlich, dass die wie gesagt, ich wollte ja gar nicht angreifen. Ich hätte auch an denen vorbeilaufen können. Aber irgendwie haben die mich auf den Kicker. Die mögen mich nicht. Wo ich denn gar nichts getan habe. Das ist ja das Adlerauge, oder? Boah, die sind ja echt voll nervig, die Adoranten. Okay. Halt die Sache, sie müsste eigentlich weg. Na toll, jetzt ist er totgeweiht. Das war mal okay. Noch nicht gut genug, da ich ja umzingelt bin. Und der dann ran. Der ist ziemlich hartnäckig. Diese Fanatiker. Einfacher. Kann man ihn? Nee, auch nicht. Bringt halt nicht so viel, ne? Mal hier weg. Oh, wieso trifft er denn nicht seinen eigenen?
mal den Kampf. Gut. Oh, ein Bärzuf. ja, den darfst du ruhig kaputt machen. Mal Richtung da runter, um den vielleicht gleich mal zur Hilfe zu kommen. Haben wir ihn noch. So, jetzt wäre die Frage, wie man jetzt damit angreift. Wahrscheinlich. Das ist nicht schlecht, ihn anzugreifen. Ihn noch anzugreifen. Vielleicht ihn aus dem Kampf zu holen. Oder lassen wir das erstmal? Ja, das lassen wir mal. Ja, klar. Ja, klar. Für die beiden an. Auch dumm von mir. So, dagegen können wir jetzt gerade gar nichts machen. Also müssen wir uns um den hier kümmern. So, er darf jetzt einmal da angreifen und dann müsste er eigentlich sterben. So, weil wir müssen jetzt zwei retten schon. Also ihn kann ich mal retten. Den hier laufen, den kann ich töten. Eben den hier laufen, den kann ich auch töten. Dann weglaufen. So, dann er. Hier laufen. Retten. So, dann. Genau, kann er Pause machen. Lassen wir sie mal rennen. Ja, jetzt schauen wir mal.
Was eigentlich das Problem hier ist, warum ich da nicht aus dem Kampf raus konnte, weiß ich nicht. Weil das war ja gar nicht der Plan eigentlich. Wir erkunden lieber noch ein bisschen hier. Ja, eigentlich wollte ich ja nur, was passt eigentlich da hoch? Weil ursprünglich wollten wir ein paar Banditen jagen. Um uns ohne Quelle sein Geld zu verdienen. Soldat von Lea. What business have you here, mercenaries? Never mind. Was haltet ihr von dem Brunnen zu vergiften? Vernalis hat nur noch ein übrig. Einen weiteren Schloss bekommt ihr nicht. Sagt, was haltet ihr davon, einen Brunnen zu vergiften? Kinder kann man das beim besten Willen nicht nennen, aber Vernalis hat diesen Krieg angefangen, also müssen wir ihn beenden. Just throw any old carcass in the water. We brought this one, but you can use one of yours. Ich hab beim besten Willen keine Ahnung. Diese beste Schindekler. Oh, I can't feel my legs. We've pulled these carcasses over my... Na gut, die haben den geschleppt, nicht so in den Brunnen schmeißen. I volunteered to poison the wells. It's far safer than having to fight on the war front. Ja, haben die jetzt wirklich angefangen? Oder nicht? Wir werfen Kadaver zum einen. Perfekt. Now that's proper sabotage. Nehmt das Gold von meinem Sold und pass auf, euch niemand sieht, wenn er geht. Leutnant, das hätte uns letztes Mal fast auf frischer Tat ertappt. Und jetzt gehe ich wahrscheinlich da raus und dann stehen da Feinde. Nö, tut's nicht. Super. Gut. Wir haben den Brunnen vergiftet. Ja, was soll ich sagen? Dann schauen wir nächstes Mal, wo wir hier weitergehen. Ich glaube, hier rechts müssen wir dann in dem Fall hoch. Oder hier irgendwo in die Nähe. Das ist schon mal nichts. In dem Fall müssen wir da irgendwie auf den Berg wahrscheinlich. So wie das aus da oben sieht, sieht es nach Leuten aus. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier bei Wardhild. Warum ist das hier so dunkel und wieso kann ich da nicht weiterlaufen? Eine unsichtbare Wand. Interessant. Das ist jetzt ein Scherz. Dann schauen wir uns den Scherz nächstes Mal an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss.